Als ich 2014 diese Marketingparodie auf Sebil Köder filmte, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ich den Köder erfunden hatte, der für mich alle anderen schlägt. Nach 5 Jahren ist es nun an der Zeit für ein aufklärendes Video-Update. Der Needlestick. Köderlegende oder auch nur ein Marketing-Gag? Fazit nach 5 Jahren. Der Needlestick ist unerreicht mein fängigster Köder, mit dem ich die verschiedensten Fischarten überlistet habe. Der Grundbauplan hat sich vom ersten Prototyp bis heute bewährt. Ich experimentierte mit verschiedenen Längen, Dicken, Gewichten und Farben. Das Erfolgsmodell ist der Needlestick im Flammendekor. 225 mm lang und 42 Gramm schwer. Auf ihn gingen meine Personal Best von Barracuda und Bluefish. Und so darf ich mit Recht Patrick Sebil abgewandelt zitieren. Wenn ich nur einen Köder hier auf der Insel fischen dürfte, dann wäre es der Needlestick. Schauen wir uns doch einmal an, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Für den Bau verwende ich überwiegend natürliche Werkstoffe. Holz, Eisen und Blei. Wie man sieht, wird jeder Köder einzeln in echter Handarbeit gefertigt. Das durchgehende Drahtsystem ist selbstverständlich aus rostfreiem Edelstahl. Die exakte Gewichtung und Verteilung der Bleie ist eines seiner Geheimnisse, die die überragenden Wurf- und Schwimmeigenschaften ausmachen. Nachdem die drei Elemente zusammengesetzt sind, werden sie mit Epoxid wasserfest verbunden. Nach dem Airbrush trage ich die Abschlussversiegelungen auf. 3 Schichten schützen den Köder vor Zähnen, Haken und Steinen. Zum Schluss werden die Köder im Wasserbad geprüft. Bei der Hardware-Montage verwende ich ausschließlich hochwertige Meeresdrillinge und Sprengringe. Sogenannte Inline-Treble-Hooks, also Drillinge, bei denen die Einhängeöse mit einer Hakenspitze fluchtet, sorgen für einen idealen Lauf. Ready to fish. Dieser Köder braucht kein Upgrade. Hier sieht man sehr schön die sogenannte Falling Action, die so manchen Räuber schon in der Sinkphase zum Anbiss verführt hat. Leider lassen sich Köder mit angehängter Kamera generell schlecht führen und sollte es dennoch einmal zum Anbiss kommen, lässt sich der Anschlag meist nicht durchbringen. Wie man sieht, ist der Needlestick ein sinkender Stickbait, der auch bei hohen Geschwindigkeiten, Wind und Strömungen stets unter der Oberfläche bleibt. Achtung, nicht verwechseln! Die ähnlich aussehenden Needlefish-Lures oder Pencilbaits sind reine Topwater-Köder. Auch schlanke Wobbler können den Needlestick leider nicht ersetzen. Sie lassen sich nicht so versatil führen, bedingt durch ihre Tauchschaufel können Wobbler nicht annähernd diese Wurfdistanzen erzielen. Leider sage ich deshalb, weil ich mir gerne die aufwendige und zeitintensive Arbeit sparen würde. Und so bleibt der Needlestick bis auf weiteres alternativlos. Ein Original, ein echtes Unikat. Oh, das ist was sehr Großes. Ui! Ah, der nächste. Ah, ich habe einen. Ich freue mich. Ich habe Hunger. Ich will nicht essen. Scheiße, 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 scheiße.
Obwohl der Needlestick weit überdurchschnittlich lang ist, fange ich darauf sogar Fischarten und Größen, die ich nicht erwartet hätte. Oh, ja, hallo, der erste Wolfsbarsch. Und... Spaßeshalber probierte ich eine kleine Version des Needlesticks im Süßwasser auf Schwarzbarsche. Na, hier ist er mal. Willst du mit deinem Kescher holen? Ich hab den in der Hand. Einige Käufer des normalen Needlesticks haben damit sogar kapitale Hechte gefangen. Gedacht habe ich diese Hornhecht-Imitation aber natürlich für das Meer. Besonders der Namensgeber, der Needlefish, steht auf diesem Köder. Vermutlich, weil hier zwei Reize zusammenfallen. Futterneid und Kannibalismus. Sobald die Sonne untergeht, gibt es aber für mich nur einen Köder. Den Needlestick im feurigen Flammendesign. Vielleicht dann doch nicht. Geil, schnitz dich mal, mach erstmal die Form grob zu. In der Dämmerung und nachts wird der Needlestick zu dem Barracuda-Killer. Sein Geheimnis ist phosphoreszierendes Pulver, das ich in den Lack einarbeite. Aber auch andere Räuber interessieren sich für den leuchtenden Köder. Versuchsweise habe ich einige Prototypen aus ABS-Kunststoff mittels 3D-Drucker erstellt. Auch wenn ich einige Fische auf die Plastikvariante des Needlesticks fing, so bietet Holz doch die besseren Eigenschaften für diesen Köder. Es hat mehr Auftrieb und eine höhere Festigkeit. Und so wird es vorerst bei der zeitaufwendigen Handarbeit des Needlesticks bleiben. Mal raus. Einmal super gefährlich.
Ich habe auch keine Ahnung. Ist das ein Motiv? Wow. Hier ist Musik, ja? In meinem Webshop auf meiner Facebook-Seite Der Raubfischer kann man den Needlestick kaufen, sofern auf Lager. Alternativ kann man den Köder vorab per E-Mail bestellen, sogar in Wunschfarbe. Die Links finden sich in der Beschreibung unter dem Video. Jetzt du! Über ein Abo meines Kanals würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch eine Buchempfehlung mit weiteren Tipps.